Jeder Zellkern ein Aktenschrank, ein universales Amtsgebäude ohne Beamte. Keine Akte, die es nicht gibt im Kern. Nichts ging verloren seit Anbeginn, jeder Kuss, der jemals geküsst worden ist, jedes Lächeln, das jemals gelächelt wurde, jede Demütigung, jedes Erdbeben, jede Diktatur, jeder Krieg, jedes liebe und tröstende Wort ist vollständig archiviert und kopiert, auf Milliarden Schränke verteilt, als gäbe es schon immer IKEA und Staatssicherheit. Doch was fange ich an mit all diesen Akten in mir? Nichts kann ich lesen, nur fühlen und trüben. Ein Abbild von Fischen, 10.000 Meter tief unter mir schwimmend, noch schimmernd, durch Zellwände hindurch, Organe und Haut. Unmerklich deutlich wackelnde Schränke, zitternder Staub auf einem Stoß von Verwandlungspapier. Alle Gegenstände dieser Welt werden verschwinden. Alle Kunstwerke dieser Welt werden verschwinden. Jedes Buch, jedes Bild, jeder Ton dieser Welt wird verschwinden. Alle Menschen. Nur Abdrücke bleiben. Versspuren, Tonspuren, Farbspuren. Im molekularen Schnee eines gütigen Androiden. Kein einziger Abdruck führt zu Erinnerungen. Aber jeder Abdruck verfolgt sein Ziel. Jede Spur führt zu einem spielenden Kind, um es zu trösten, während es aufhört zu atmen. Vater im Luftraum, nimm uns die Angst vor jeder Verwandlung. Öffne den Schaltkreis in unserem Gehirn, der dich sieht, noch während wir atmen, noch während wir klagen, erscheinen uns lächelnd und klar. Unsere Gefährten, Mütter und Väter, Brüder und Schwestern und Hunde, jetzt liegen sie da, erstarrt und erwachen nie wieder. Wir kannten sie nur in Bewegung und sprechend. Jetzt liegen sie da wie die Steine. Vater im Luftraum, lass uns die Steine sprechen hören in unserer größten Not. Nimm uns die Angst vor jedem Verlust. Zeig uns das Leben hinter der Stille.